So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Libertalia Winds of Galecrest. Das Original Libertalia ist vor 10 Jahren rausgekommen. Das ist jetzt eine Neuauflage von Stonemaier Games im Original. In Deutschland wird sie bei Feuerland erscheinen und da wurde ein bisschen was überarbeitet. Die Grafik wurde neu gemacht, es sind 10 neue Charaktere drin, es gibt jetzt eine neue Tiebreaker-Mechanik. Die Materialqualität ist auch natürlich ein bisschen hochgegangen, wie man das bei Stonemaier Games kennt. Es ist ein Piratenspiel, wo wir Piraten spielen, die auf 3 Kaperfahrten gehen und nach diesen 3 Kaperfahrten wollen wir diejenigen sein, die am meisten Gold gesammelt haben, wie das bei Piratenspielen ja in der Regel so ist. Dazu spielen wir Karten von unserer Hand aus mit verschiedenen Charakteren drauf und ne, je nachdem, welche Zahl die haben, sind die früher oder später dran, können ihre Fähigkeit einsetzen, können Beute von der Insel holen und das muss man halt so geschickt machen und die Fähigkeiten so clever nutzen, dass man eben mehr Geld rausholt als die anderen Mitspieler. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie das so prinzipiell funktioniert und danach sage ich euch, wie ich das Spiel finde. So, das hier ist das Spiel einmal aufgebaut. Zu Beginn jeder Runde werden für jeden Tag so viele Beutestücke aus dem Beutel gezogen, wie Spieler teilnehmen. In der ersten Runde für 4 Tage, in der zweiten Runde dann für 5 Tage, in der dritten Runde kommt dann noch der 6. Tag hinzu. Was diese Beutestücke hier machen, steht hier nochmal aufgedruckt. Für so eine Truhe kriege ich zum Beispiel 5 Geld, für so ein Amulett bekommt man 3 Geld, für so ein verfluchtes Relikt verliert man 3 Geld, für so ein Barrel bekommt man eine Reputation und bekommt am Ende der Runde auch nochmal ein Geld dafür. Und auf der Rückseite des Spielplans ist das Artwork dann so ein bisschen düsterer, da ist irgendwie so ein Sturm und Blitz und Gewitter und da haben diese Beutestücke auch noch andere Fähigkeiten, die sind ein bisschen interaktiver, ein bisschen gemeiner und das Schöne ist auch, hier sind nochmal so Plättchen bei, die dann jetzt in dem Fall würde man hier halt die dunkle, die stürmische Rückseite nehmen und könnte das eben auch anpassen, das heißt, ich könnte auch sagen, ich möchte vielleicht in der Konfiguration hier spielen, dass ich halt auch so einen Mix habe aus verschiedenen Effekten, wodurch man natürlich auch in jeder Partie noch mehr Variation hat, als man es ohnehin schon hat. So, das hier ist die Reputationsleiste, die gibt zum einen an, wie viel Geld ich am Anfang jeder Runde bekomme. Geld sind auch gleich 1:1 Siegpunkte, das heißt, wer am weitesten hinten ist, bekommt am meisten Geld. Aber wenn später Karten mit gleicher Zahl ausgespielt werden, dann ist das auch der Tiebreaker. Wer weiter rechts ist, der kommt auch weiter hier nach rechts und der darf sich dann zuerst ein Beutestück holen, was in der Regel auf jeden Fall sehr gut ist. Der Spielablauf ist hier auch nochmal angegeben zum Nachlesen, das hat man eigentlich auch relativ schnell raus. Und das Herzstück des Spiels sind aber die Karten. Jeder Spieler hat ein Kartendeck bestehend aus 40 Karten. Ein Spieler mischt das gut durch und zieht dann 6 Karten. Alle anderen Spieler haben ihr Kartendeck im Idealfall nicht gemischt, sondern sortiert und die suchen sich dann genau die gleichen Karten raus, wie der Spieler, der halt die Auswahl getroffen hat. Das heißt, zu Beginn des Spiels haben wir alle genau die gleichen Karten auf der Hand. Wir spielen aber ja nur 4 von diesen 6 Karten. Das heißt, wir nehmen dann 2 Karten mit in die nächste Runde, ziehen aber auch in Runde 2 wieder 6 Karten, spielen dann halt 5 Karten. Das heißt, im Normalfall würden wir dann 3 Karten, wenn ich mich nicht verrechnet habe, auch mit in Runde 3 nehmen aus den vorherigen beiden Runden, die wir nicht gespielt haben. Und dann hätten wir halt 9 Karten für die letzte Runde, wodurch wir natürlich auch bestimmte Asymmetrien in unser Deck bekommen, weil wir wahrscheinlich nicht alle die gleichen Karten spielen werden. Und es gibt auch manchmal Effekte, wo wir gespielte Karten aus den letzten Runden, die dann auf dem Friedhof liegen, auch wieder auf unsere Hand nehmen können. Und dann kann es halt auch sein, dass man eben durchaus mal mehr Karten auf der Hand hat. Und die generelle Mechanik des Spiels ist super einfach. Wenn jetzt ein neuer Tag losgeht, dann überlege ich halt, welche Karte ich gerne spielen möchte. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte gerne hier diesen Cook spielen. Alle anderen Spieler würden bei sich eben auch überlegen, welche Karte sie gerne spielen würden. Und natürlich denkt man da ein bisschen drüber nach, aber worüber man danach denkt, erzähle ich euch gleich, wenn ich euch einmal gezeigt habe, wie das Ganze funktioniert. Dann werden die Karten aufgedeckt. Und dann werden die jetzt in der Reihenfolge hier ausgelegt. Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass noch ein Spieler den Cook gespielt hätte, dann würde man halt gucken, wer ist hier weiter vorne auf dem Reputation Track. Da ich ganz hinten bin, würde ich dann an zweiter Stelle kommen. Dafür ist dieser Tiebreaker im Wesentlichen wichtig. So. Und jetzt, super einfach, einfach eine Karte aussuchen, ausspielen, fertig und dann abhandeln. Das heißt, wir fangen an mit den Tageffekten. Er hat keinen Tageffekt. Er hat einen Tageffekt, das heißt, er könnte jetzt einen Charakter seiner Wahl von einem Schiff abwerfen. Wäre jetzt ein bisschen doof, diesen Charakter zu spielen, weil der gar keinen Effekt hat. Das kann trotzdem im Spiel ab und zu mal vorkommen, dass man auch sowas macht, einfach aufgrund der Zahl, weil man einfach zum bestimmten Zeitpunkt dran sein möchte, um hier so ein Beutestück zu bekommen. Ich hätte dann auch keinen Tageffekt und ja, dann würde jetzt quasi hier die Abenddämmerung losgehen. Ich habe hier den Cook ausgespielt, das heißt, ich würde hier einen Effekt auslösen und der würde halt sagen, wenn ich keinen Haken-Token bekommen habe, dann bekomme ich noch einen zweiten Loot-Token vom gleichen Tag. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich möchte gerne diese Schatzkiste haben, weil die immer 5 Geld, also 5 Siegpunkte wert ist.
aber auch erst am Ende der Runde. Das heißt, ich muss die dann noch haben. Es kann sein, durch bestimmte Karteneffekte, dass man die auch manchmal abgeben muss oder abgeben möchte. Und jetzt würde ich noch einen zweiten Loot-Token bekommen. Das heißt, ich könnte einen Säbel nehmen und könnte dann sagen, okay, ich darf jetzt irgendeinen anderen Spieler hier entfernen. Ich könnte zum Beispiel die Barkeeperin wegnehmen, einfach weil, wenn die Barkeeperin im Spiel bleiben würde, dann würde der Spieler, der die gespielt hat, jetzt in jeder Runde eine Münze bekommen, weil das ist der Mondeffekt, ne? Nachdem wir jetzt quasi durch sind, würde das abgehandelt werden. Und wenn sie so Fast-Token bekommt, würde sie noch zusätzliches Geld bekommen. Deswegen würde ich den Charakter jetzt abwerfen und der würde jetzt hier dann dementsprechend auf den Friedhof landen. Und dann hätte ich meinen Charakter gespielt. Das heißt, der würde jetzt an Bord meines Schiffes gehen, also einfach in meine Auslage. Dann dürfte sich jetzt der Charakter hier einen Loot-Token nehmen. Er müsste sich auch eins nehmen. Das heißt, ne, wenn das so gelegen hätte und ich hätte mir diese beiden Token hier genommen, dann müsste sich der Charakter jetzt hier dieses Relikt nehmen, was ihn 3 Geld kostet. Ne? Aber da es ja netterweise so rumliegt, ne, kann der Charakter sich jetzt einfach hier diese Schatzkarte nehmen. Die Schatzkarte an sich bringt ihm gar nichts, hat er aber 2 davon, was durchaus, ne, funktionieren könnte. Dann kriegt er 7 Geld dafür, hat er sogar 3, kriegt er 5 Geld dafür. Ne? Und auch die Karte würde jetzt Skipper bei sich in die Auslage legen, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehen, würde dieses Token hier sammeln und das wäre dann auch schon die ganze erste Runde. Jetzt würde dann die zweite Runde losgehen und da würden wir halt wieder gucken, ne, welche Karte ist jetzt clever zu spielen, was wollen wir gerne aufspielen. Ich könnte zum Beispiel sagen, hier, ne, diese 9, wo ich einen zufälligen Token aus dem Beute bekomme, na, das könnte auch ganz nett sein, wobei ich dann auch erst relativ spät dran, aber mal gucken, das wird schon irgendwie gut gehen. Ne, die anderen Spieler würden dann hier auch irgendeinen Charakter spielen und natürlich ist es ein Spiel, wo man einfach einen Charakter ziehen kann und den aufspielen und dann gucken, was passiert, aber es macht schon Sinn, sich Gedanken zu machen, weil das hat mehr Strategie, als es jetzt vielleicht noch den Eindruck macht. Ne, dann würden wir hier eben die Karten aufdecken, ich wäre der Letzte, hier die 24, da die 6. Das heißt, jetzt würde es wieder losgehen. Ich würde mit meinem Stowaway eben hier die Tagfähigkeit auslösen. Ich würde also einfach einen Random Loot Token aus dem Beute bekommen. Würde halt gucken, es ist eine Truhe, das ist super gut. Hätte die so eine Abenddämmerung-Funktion, dann würde ich die sofort auslösen. Aber in dem Fall würde ich die einfach bekommen. Ne? Das wären schon mal 10 Geld, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann würde halt der Charakter hier dran sein, der hat halt nichts. Und dann wäre wieder hier der Cook dran, auch der hat keinen Effekt für den Tag. Dann würden wir halt die Abenddämmerung machen. Das heißt, ne, er würde jetzt hier sich Token nehmen und könnte sich dann sogar noch einen zweiten Token nehmen. Das heißt, er könnte jetzt wahrscheinlich clevererweise sagen, komm, er nimmt sich mal das Fass, dann bekommt er jetzt eben auch sofort ein Reputation. Das heißt, er geht hier einfach eins nach vorne und er bekommt dann auch immer ganz am Ende der Runde, wenn wir mit der ganzen Reise durch sind, dafür eine Münze. Das ist nicht viel, aber es gibt durchaus andere Karten, die sich auf diese Fässer beziehen können. Und ja, dann würde er noch einen zweiten Token bekommen und dann würde er halt den hier nehmen und dann könnte er sich wieder aussuchen, wen von beiden er jetzt wegmacht und er würde vermutlich einfach mal sagen, dass er den Charakter hier wegnimmt. Das ist nämlich doppelt gut für ihn, weil der bekommt halt in der Nacht auch immer Münzen, ne? Und das ist auch so ein Charakter hier, der Topman. Man bekommt halt 4 Geld, aber verliert ein Geld wieder für jeden Charakter, den man in seinem Schiff hat. Das heißt, den möchte man irgendwann vielleicht auch wieder loswerden, wo es auch durchaus Karten für gibt, die das machen. Da muss man nur gucken, habe ich die auf der Hand? Macht das Sinn, den zu spielen und wann will ich den aufspielen? Das heißt, der Cook würde jetzt halt mit diesem Säbel den Charakter hier rausnehmen und das macht er vor allen Dingen auch deswegen, weil das eben zur Folge hat, dass ich mit meinem Stowaway diesen Token hier nehmen muss und da ich ja gerade offensichtlich führe, weil ich am meisten Geld habe, ist das natürlich schon mal gar nicht so schlecht. Ne? Dann ist der hier eben auch abgehandelt. Ich habe das Token hier bekommen, habe den Charakter hier jetzt auf mein Schiff bekommen und so würde das Spiel jetzt eben weitergehen. Ne? Sprich, man würde wieder überlegen, ne? Man ahnt jetzt natürlich auch schon, dass der Spieler, der hier dann diese Schatzkarte hat, dass der auf jeden Fall diese Schatzkarte haben möchte, dass er also vermutlich den Merchant spielen wird und man ahnt auch, dass er wahrscheinlich, ne, da er ganz vorne hier auf dem Reputation Track ist, die auch bekommt, dann müsste man halt gucken, ob man irgendwas hat, was man dagegen tun kann, hat man jetzt nicht, aber mit dem Wissen, dass er das sehr, sehr wahrscheinlich tun wird, kann man ja auch schon planen und dann sagen, okay, ne, vielleicht möchte man sich ja dieses Amulett holen, was auch 3 Geld wert ist, oder dieses Säbel, womit ich einfach noch einen anderen Charakter abwerfen kann. Das macht aber nur Sinn, wenn ich relativ früh dran bin. Und dann würde man sich eben überlegen, was man jetzt für eine Karte aufspielt. Es kann durchaus häufiger mal sein, dass man hier Karten hat, wo man denkt, die ganzen Effekte bringen gerade nichts. Vielleicht brauche ich für manche diese Fast-Token. Da liegen keine Fast-Token. Vielleicht bekomme ich für manche, wenn ich irgendwie Säbel-Token abwerfe, Punkte und da ja, liegen gar keine Säbel-Token aus. Oder, dass man irgendwie gleiche Token abwerfen muss, man hat gar keine gleichen Token. Oder alle möglichen sinnlosen Funktionen, wo man sagt, so, ja, irgendwie nicht so geil. Das Schöne bei diesem Spiel ist,
Das geht halt allen so. Wir haben alle die gleichen Karten, zumindest am Anfang, alle die gleichen Ausgangsvoraussetzungen. Das heißt, wir müssen trotzdem überlegen, wie schaffe ich es mit dieser Hand, die vielleicht gar nicht so geil zur Auslage passt, so, wo es keine geilen Synergien gibt, wie schaffe ich es trotzdem, da so viel Geld rauszuholen, dass ich in der Runde der bin, der am meisten Geld macht. Und es ist auch ein Spiel. Es kann eben sein, dass es hier tolle Kombinationen gibt, die man erstmal sehen muss, wo man auch sehen muss, aha, es wäre clever, irgendwie jetzt den Charakter zu spielen, um hier was zu bekommen oder sich einen wichtigen Charakter hier für Tag 3 aufbewahren, weil da liegen hier Token und die konnte man vorher vielleicht irgendwie manipulieren, dass man irgendwie anders irgendwelche Token reinwirft oder man dann irgendwie einen Säbel bekommt und ihm einen Charakter wegwerfen oder wegnehmen kann und dann irgendwie anders irgendwelche Marker bekommen, die er gar nicht haben will. Und es gibt halt immer wieder Moves, wo, also das hat in der Regel jeder so einmal pro Partie, wo man einfach so einen geilen Spielzug hat, wo man sagt so, bam, das war richtig gut, Mann, da hast du jetzt aber gut Kohle gemacht und das waren vielleicht die 2-3 Münzen, die am Ende dafür sorgen, dass du vorne bist. Es wird aber auch in jeder Partie so sein, dass man, weiß nicht, 15 Mal es hat, dass man so einen Move halt nicht hat, dass man sich denkt, ah, verdammt, hätte ich mal die andere Karte gespielt, das wäre irgendwie geiler gewesen, ich hätte diesen coolen Move machen können oder auch eben, oh, Respekt, dass du es gesehen hast, so schlau wäre ich auch gern gewesen. Oder wie gesagt, dass es eben halt oftmals Pest und Cholera ist, weil es nicht so die geilen Effekte sind, aber dann ist halt das super Gute daran, dass wir das halt alle haben und dass man auch vielleicht manchmal überlegen muss, okay, jetzt gerade nicht so toll, bringt mir gar nichts und es ist eigentlich auch fast egal, was ich spiele, ich kann dann hoffen und so, aber welchen Charakter oder welche Charaktere spiele ich eben nicht, um sie in der nächsten Runde auf der Hand zu haben und dann vielleicht zu gucken, ob es andere Charaktere gibt, die damit coole Synergien haben, wo ich mit der Auslage was machen kann. Das hat schon einen sehr großen strategischen Aspekt, gerade natürlich mit geringeren Spielerzahlen. Ich finde es zu zweit auch sehr gut tatsächlich. Da gibt es nämlich hier diesen Midshipman, den legt man dann hier hin. Und der macht eigentlich nichts weiter, außer einen dritten Spieler nur dadurch zu simulieren. Heißt einfach, wenn Karten gespielt werden, wenn sie über 20,5 sind, also 21 plus, werden sie hier hingelegt. Alles, was halt drunter ist, wird hier hingelegt. Und heißt einfach, wenn hier eine Karte liegt, dann darf einfach der andere Spieler ein Token aus der Auslage entfernen. Und das trifft dann auch nur den Spieler, der hier eine Karte hinspielen muss. Das heißt, hat einer eine 1 gespielt, der andere eine 2. Dann geht halt die 2 hier hin. Und da ja der Spieler mit der 1 der Gegner von der 2 ist, darf der aussuchen, welcher Token hier abgeworfen wird. Und das macht das Spiel natürlich super taktisch, aber sorgt auch dafür, dass ich halt viel Kontrolle habe über das, was passiert und eben auch schon der Smarte sein möchte und überlegen möchte, ne, wann ist es wichtig, hier die Reputation zu manipulieren, wann ist es wichtig, bestimmte Charaktere zu behalten, wann will ich bestimmte Beute haben oder wie sehr verlasse ich mich auch drauf, dass der Spieler irgendwelche bestimmten Züge macht. In der letzten Runde hat Flo auch im letzten Zug einfach einen Move gemacht, von dem ich nie gedacht hätte, dass er ihn macht. Er hat mir dann vorgerechnet, dass es durchaus clever war, den zu machen. Ich war froh, dass ich trotzdem irgendwie mit 3 Geld Vorsprung gewonnen habe, weil ich halt in Runde 2 irgendwann mal so einen Move hatte, wo es auch hieß so, okay, das war echt smart, das war cool, die Situation gut ausgenutzt. Also zu zweit kann ich das Spiel auch empfehlen. Ich würde es mir vielleicht nicht aufgrund des Zweispieler-Modus kaufen, weil das, was natürlich viele Leute, die auch Fans vom Original sind, daran mögen, ist eben natürlich auch so ein bisschen dieses Chaos. Es skaliert super gut mit vielen Spielern, also 4, 5, 6 Leute, gar kein Problem, dann ist ja die ganze Auslage voll. Es ist natürlich ein bisschen mehr Chaos dabei, bei 6 Leuten kann ich natürlich irgendwie einen Plan haben und mir irgendwie Gedanken machen. Ich weiß aber natürlich nicht wirklich, was die anderen Leute spielen, was die auch für Aktionen machen. Dann kommt natürlich auch nochmal ein bisschen Soziales rein, dass man sagt, hey, der Spieler führt gerade, geh mal auf den. Oder hey, ja klar, ne, ich habe irgendwie gerade 3 Geld mehr, aber er hat noch die wichtigen Charaktere, mit denen er hier noch irgendwie Dinge machen kann. Nimm bloß mit dem Säbel von ihm hier einen Charakter weg. Und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik, wobei es eben auch mehr Chaos hat, weniger Planbarkeit hat. Da weiß ich noch gar nicht, ob ich das so viel besser oder schlechter finde. Also mir hat die Zweierpartie auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist eben auch ein Spiel, das man gut mit 4, 5, 6 Leuten rausholen kann, weil es ist schnell aufgebaut, es ist schnell erklärt, es ist eben auch schnell runtergespielt. Ne? Einfach, man denkt natürlich schon ein bisschen drüber nach. Also nicht einfach nur so zack, 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 Karten spielen, abhandeln, fertig. Sondern gerade der Part, wo ich dann eine Karte spiele, das kann schon dann manchmal ein paar Sekunden dauern, weil man hier so diverse Optionen hat und eben natürlich auch so ein bisschen dieses Meta hat, dass ne, man weiß, dass hier so die Optionen sind, man denkt, okay, das wäre das Geilste, du wirst das wahrscheinlich machen, dann reagiere ich da mal drauf und versuche das irgendwie damit zu kontern, wenn man die Möglichkeit hat. Wie gesagt, dass dieses Kartendeck hier absolut zufällig ist und da halt manchmal Karten bei sind, wo man total tolle Synergien hat und mal auch nicht, ist halt so, da gab es auch schon irgendwie einen Vorschlag vom Kumpel, ja, es wäre doch toll, wenn da so vorgegebene Sets wären, wo man einfach die und die Karten rausnimmt, die immer toll zusammenpassen.
Ob die toll zusammenpassen oder nicht, hängt natürlich auch von der Beute ab, die hier ausliegt. Und da weiß man auch nicht immer, was natürlich draußen ist. Und der Reiz dieses Spiels ist ja gerade dieses Mischen, dieses Zufällige. Und dann haben wir aber alle die gleichen Ausgangsvoraussetzungen und müssen da halt das Beste draus machen. Der Reputation Track ist auf jeden Fall ein Gewinn im Vergleich zu diesen Tiebreaker-Nummern, die es früher unten auf den Karten gibt, weil das eben auch nochmal eine neue Ebene ist, mit der man sich auseinandersetzen muss, ohne dass es zu viel Komplexität hinzubringt. Die Materialqualität ist auf jeden Fall gut bis eben auch sehr gut. Die Token hier sind aus dem gleichen Material wie die Azulsteine, fühlen sich zumindest so an, sind ein Ticken kleiner, aber absolut hochwertig. Früher waren die Token auch verdeckt, das heißt, man wusste dann teilweise gar nicht, was die anderen Leute für Schatzmarke hatten. Und jetzt ist es eben immer öffentlich, auch hier, wie ja eben schon, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber Geld, das man in einer Runde sammelt, das ich am Ende der Runde habe, also angenommen, ich hätte jetzt wirklich nur 10 Geld, dann würde ich hier in meiner Truhe halt 10 Geld einstecken, würde ich hier eben alles Geld wegwerfen, ich würde alle meine Charaktere auf meinen Friedhof packen, außer ich habe vielleicht so ein Säbel, womit ich einen behalten kann, und auch die Token hier würden wieder in den Beutel kommen, auch wenn hier irgendwie Loot-Token nicht genommen wurden, kommen die wieder in den Beutel, und dann fange ich halt mit 0 Geld an. Wenn ich jetzt aber durch irgendwelche Effekte Geld oder so verlieren würde, an diese Schatztruhe gehe ich nicht bei. Die Punkte sind immer safe, das heißt, da möchte ich einfach am Ende des Spiels derjenige sein, der nach 3 Runden am meisten Geld rausgeholt hat. So, zurück zum Spielmaterial. Das Artwork finde ich ein bisschen, das sind alles so anthropomorphe Charaktere in einem Comic-Stil, der ist relativ neutral. Also, dass das jetzt halt nicht mehr Menschen sind. Ich mochte das im alten Spiel sehr. Da hatten die Karten auch so einen gewissen Robinson Crusoe-Look. Ich glaube, die sind im gleichen Jahr sogar rausgekommen. Aber dass wir hier halt einfach so Tierwesen haben, ja, sorgt natürlich dafür, dass man das vielleicht auch eher mit Kids spielen kann, wobei es dafür dann schon echt ein bisschen zu tiefgehend ist. Auch dieses Thema hier mit diesen Luftschiffen und so, Noria lässt da grüßen, da bin ich mir auch noch nicht so sicher, wie ich das finde, aber also ich glaube, ich finde es ein richtiges erwachsenes Piratenthema besser, aber allein, dass hier 10 neue Charaktere bei sind, dass hier dieser Reputation-Track bei ist, dass hier halt dieser gute Zweispieler-Modus bei ist. Den Solo-Modus habe ich noch nicht ausprobiert, soll aber auch durchaus eine Challenge sein, dass wir eben hier auch das mit diesen Beutestücken jederzeit variieren können, macht es für mich auf jeden Fall zur besseren Version. Wenn ihr die alte Version habt und immer noch toll findet, müsst ihr euch nicht zwingend die neue kaufen, außer ihr wollt halt mehr, also außer ihr würdet euch auch eine Luxuserweiterung dafür kaufen, weil ihr einfach mehr Abwechslung. Die alte ist out of print, das heißt, die bekommt man eigentlich gar nicht. Und wenn ihr jetzt sagt, das macht mich an, das interessiert mich, das finde ich toll, ich mag Piratenspiele und habe vielleicht auch so ein bisschen Piratenstimmung am Tisch, weil Leute dann auch so einen Piratenslang drauf haben und man macht vielleicht irgendwie Fluch der Karibik-Musik an dazu, um noch ein bisschen mehr in Stimmung zu kommen. Manche trinken dann noch irgendwie vielleicht einen Rum oder so. Dann ist das auf jeden Fall ein interessantes Spiel, mit dem aber durchaus eben auch Leute Probleme haben können, weil es halt nicht immer so super geile Kombinationen gibt und sich das eben manchmal wirklich anfühlt so, was ich mache, ist eigentlich auch egal. Da muss man, wie ich ja in letzter Zeit sage, mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Einstellung rangehen, hinnehmen, dass das so ist und dann versuchen, das Beste daraus zu machen. Und da auch am besten nach einer Kennenlernpartie dann sofort die nächste Partie spielen, was ja auch wieder spannend ist, weil diese Charaktere kommen natürlich in jeder Partie immer wieder in einer unterschiedlichen Konstellation auf die Hand. Das heißt, dadurch entwickelt sich auch jede Partie anders. Man hat aber trotzdem immer dieses Mindgame mit den Mitspielern, dass man auch überlegt, so was machen die, was denken die, was ich mache. Das mag ich an diesem Spiel sehr. Und ja, das ist soweit alles, was ich euch zu Libertalia Winds of Galecrest erzählen kann. Wie gesagt, ich mag das Spiel, ich finde, es ist ein gutes Spiel, das ich gerne mitspiele. Es ist nicht zwingend ein herausragendes Spiel, weil dafür ist es halt oftmals doch zu oft der Fall, dass man hier nicht so geile, interessante Kombinationen hat. Wobei, gerade in der Zweierpartie finde ich es schon wirklich auch stark, aber für so reine Zweierspiele gibt es dann noch bessere, die ich mir eher kaufen würde, wenn ich ein gutes Zweierspiel suche. Das war's dann von mir. Wenn ihr schon gespielt habt, schreibt auch gerne einen Kommentar unter das Video, wie ihr das so fandet. Vielleicht auch, wenn ihr die alte Version kennt oder auch, wenn ihr jetzt die neue Version auf dem Tisch habt. Die soll auch in Kürze auf Deutsch erscheinen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Und das war dann einmal alles, was ich euch so zu Libertalia erzählen kann. Wie gesagt, die Neuauflage finde ich gelungen. Sie macht vieles besser als das Original. Das Artwork, nicht ganz so geil. Es ist ein gutes Spiel, das ich mag, das ich in der Regel immer mitspielen würde, weil ich immer auch solche Spiele, wo wir so verdeckt Karten spielen und dann gucken, was hat der andere so gespielt, die mag ich schon sehr, sehr gerne. Es gibt halt leider relativ oft auch Kombinationen, die nicht so interessant sind. Natürlich muss ich dann versuchen, das Beste daraus zu machen, aber es würde mehr Spaß machen, wenn es häufiger Kombinationen gibt, die wirklich toll und interessant sind. Daher würde ich sagen, ein gutes Spiel, kein herausragendes Spiel.
Zu zweit hat es mir auch gut gefallen. Ich würde es jetzt aber nicht nur aufgrund des Zweispielermodus kaufen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm sehr gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert auch sehr gerne den Kanal. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss.